Wie können wir das Gebet für die Ukraine, für den Frieden noch intensivieren? Ein herzliches Grüß Gott heute zum Gedanken zum Tagesevangelium. Wir betrachten heute diese Worte: Seid barmherzig, wie es auch euer Vater ist. Richtet nicht, dann werdet auch ihr nicht gerichtet werden. Verurteilt nicht, dann werdet auch ihr nicht verurteilt werden. Erlasst einander die Schuld, dann wird auch euch die Schuld erlassen werden. In der Ukraine werden bereits Orte im Westen bombardiert. Der Kriegsschauplatz liegt bereits 15 Kilometer vor der polnischen Grenze. Unsere Antwort darauf sollte ein noch stärkeres Gebet für den Frieden sein. Doch es sollte nicht aus Geplapper bestehen. Denn viele Worte machen nur die Heiden, sagt Jesus. Wie also sollen wir beten, damit unser Gebet noch stärker wird? Beim Heilungseingetag in Kleinmariazell habe ich die Menschen eingeladen, neben ihre Gebetsanliegen den Schuldschein ins Körbchen hineinzulegen und ihn zu zerreißen. Auf den Schuldschein bat ich sie, alle Personen darauf zu schreiben, gegen die sie Bitterkeit, Groll, Wut oder Hass verspüren. Gerade nach den Strapazen der Corona-Zeit und darüber hinaus hat sich so viel Bitteres in unseren Herzen angesammelt. Es gab Spaltung und viele Lieblosigkeiten. Doch wenn wir mit einem verbitterten Herzen vor Gott treten, voll von Unbarmherzigkeit und Verurteilung anderer Menschen, dann ist unser Herz verschlossen auf die Liebe Gottes. Und es ist dann so, wie wir im Lied singen: Gott ist taub unserem Beten, wenn wir im Streit vor ihn treten. Und das Schöne am Schuldschein ist, dass Gott den Schuldschein, der gegen uns sprach, durchgestrichen und seine Forderung, die uns anklagten, aufgehoben hat. Er hat ihn dadurch getilgt, dass er ihn ans Kreuz geheftet hat. Da Gott unseren Schuldschein durchgestrichen hat, lade ich euch alle ein, heute noch einen Schuldschein zu schreiben. Auch ich habe es gemacht. Ihn dann zu zerreißen und zu beten: Ich vergebe allen von ganzem Herzen. Jesus, alle Menschen, die an mir schuldig geworden sind, vergebe ich von ganzem Herzen. Vergib auch du ihnen und rechne ihnen ihre Sünden gegen mich nicht an. Vor Blitz, Hagel und Ungewitter bewahre uns, o Herr. Vor Hungersnot und Kriegen bewahre uns, o Herr. Vor atomarer Vernichtung und Chemie und Biowaffen bewahre uns, o Herr. Vor einem plötzlichen und unvorhergesehenen Tode bewahre uns, o Herr. Und im Namen der Kraft Jesu Christi von Nazareth, in der Kraft des Glaubens Heiligen Katholischen Kirche, auf die Fürsprache der Mutter Gottes, des Heiligen Josef, aller Engel und Heiligen des Himmels, binde, breche und entmacht dich alle Flüche, Verwünschungen und negativen Festlegungen, die euch in eure Familien getroffen haben, und setz euch frei davon. Im Namen Jesu trenne ich alles Negative von euch ab und bitte die Mutter Gottes, sie möge durch ihr unbeflecktes Herz alles in Segen und Heil für uns alle und für die Ukraine verwandeln. Und so segne, heile und schütze euch der allmächtige und uns liebende Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Euch allen wünsche ich einen gesegneten Tag mit Jesus.